Ja, wir wollen uns heute Organe angucken. Der Jäger muss ja überprüfen, ob das Tier gesund ist oder nicht. Und dazu gehört eben auch, die Organe zu überprüfen. Und das wollen wir jetzt hier einfach mal ganz genau machen. Sie sind ja Veterinär und Sie können sicherlich uns eine Menge erklären, auf was man bei den einzelnen Organen achten muss. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Lunge an. Ja, gerne. Wir haben hier die Lunge, die Luftröhre, die Speiseröhre, die drauf liegt. Bei der Lunge achten wir drauf, sind da Verwachsungen drauf? Das heißt, war das mit dem Brustfell nach einer Lungenentzündung mal verwachsen? Ja. Wir haben hier natürlich die Verletzungen durch den Schuss. Das hat Das ist das hier da, ne? das wäre Also das hier. Hier ist der Schuss durch. hier, ne? Ja, Ja, genau. okay. Und was hier auffällt, wir haben hier Veränderungen, die darauf hindeuten, dass da Larven von Das kleinen Lungenwürmern da sind. Dieses hier, dieser helle Bereich, diese kleinen ich Punkte, die zeige es da mal drauf mit sind. dieser Bereich hier oder auf der anderen Lungenseite auch hier. Dieses ist nicht groß zu beanstanden, weil Rehwild hat oft Lungenwürmer und solange die Lunge nicht entzündet ist, spielt es keine Rolle für die weitere Beurteilung. Okay. Das heißt also bei dem Tier erstmal bei der Lunge keine Beanstandung. Überhaupt keine Beanstandung. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem Herzen weiter. So, das Herz befindet sich im Herzbeutel. Da gibt es keine Verwachsungen. Den Herzbeutel entfernen wir jetzt zuerst einmal, damit wir die Oberfläche anschauen können. So, die Oberfläche des Herzens sieht gut aus. Nichts verwachsen, keine Parasiten zu sehen. Ich eröffne jetzt das Herz, dass wir da mal hineinschauen können. Das ist ja eigentlich reines Muskelfleisch, Ja, ne? schierer Muskel. Und da sind die Reste vom Blut drin, das entfernt man. Hier sieht man sehr schön die Herzklappen. Hier diese weißen Fäden unter dem Messer. Das hier. Das hier, das sind die Herzklappen. Ja. Da setzen sich gerne Bakterien ab, wenn irgendwo im Körper ein Eiterherz sitzt, der streut. Aber hier ist alles in Ordnung. Auch auf der anderen Seite die Herzklappen hier unter meinem Daumen, das da, Das hier. dieses Gebilde Okay. ist vollkommen in Ordnung. Also das Herz ist vollkommen in Ordnung. Ja. Wenn Sie es nochmal aufklappen, da war Ja. was Weißliches. Was ist denn das hier? Das ist Fett, was ich angeschnitten habe von der Ah, anderen Seite. okay. Das sieht man dann im Herz auch sehr schön. Das Tier ist in einer sehr guten Kondition gewesen. Es ist reichlich Feist vorhanden. Das spricht auch dafür, dass das Tier top gesund war. Jäger müssen ja die Organe begutachten und damit sie überhaupt entscheiden können, ob das Tier gesund ist oder nicht. Das ist richtig. Und das gilt auch dann, wenn man die Organe selber gar nicht essen möchte, so wie in unserem Fall hier. Sondern der Jäger muss die Organe betrachten, ob krankhafte Veränderungen sind, die auf eine akute oder eine vergangene Erkrankung hindeuten. Was wären das für Hinweise? Zum Beispiel Verwachsungen, Schwellungen, aber auch Abszesse, also Eiteransammlungen oder Parasiten, die für den Menschen bedenklich sind, oder aber auch, ob das schlicht und ergreifend ekelerregend ist. So, bei der Leber ist es erstmal von großer Bedeutung, ist die Leber geschwollen? Das kann man sehr schön feststellen, wenn man sie auf so eine flache Unterlage legt und schaut, ob die Ränder, wie in diesem Falle hier, glatt auf dem Tisch auslaufen oder aber ob das eine richtige Schwellung ist, dass das aussieht wie ein Schlauchboot. In dem Fall läuft sie unten auf die Fläche glatt aus, ist in Ordnung. Dann schauen wir uns die Oberfläche an. Wir sehen keine Veränderung. Das sieht aus wie ganz normale leberbraune Farbe. Drehen das Ganze einmal um, stellen fest, auch hier keine Anzeichen von Parasiten. Und dann schneiden wir einmal da hinein und schauen, ob in den Gallengängen Leberegel sitzen. Also das wären jetzt die Gallengänge hier. Das große hier sind die Blutgefäße. Das kleine gelbe hier, also da, wo die gelbe Flüssigkeit rauskommt, Ja. das wären die Gallengänge. Da drückt man einmal drauf. Und wir sehen hier, es tritt zwar Galle aus, aber es treten keine Parasiten aus. Insofern ist diese Leber auch komplett in Ordnung. Bei der Milz schaut man erstmal die Farbe an. Man wischt mit dem Messer das Blut herunter, dann kann man die Farbe genau betrachten. Die Farbe ist vollkommen normal, ein Schiefergrau. Wir haben keine Abszesse, wir haben keine Eiteransammlungen. Und die Oberfläche, das ist auch richtig so, dass das so ein bisschen rau ist. Ja, also die Milz hat eine andere Struktur als die Leber und die Nieren. Ist vollkommen in Ordnung, die ist etwas grisselig, sagen wir dazu. Ja. Das passt. Und nichts zu beanstanden, eine vollkommen normale Milz eines Rehs. Und dann machen wir weiter mit den Nieren.
Bei den Nieren ist es als erstes wichtig, dass wir die auch aus ihrer Kapsel lösen. Das heißt, einen kleinen Schnitt machen und sie dann aus ihrer Kapsel herauslösen. Nur so ist es möglich, die Oberfläche genau zu beurteilen. Wenn Sie das mal so nebeneinander angucken, hier die Niere aus der Kapsel. Man kann genau die Oberfläche sehen. Man schaut da insbesondere auf Blutungen, aber auch auf Infarkte oder Zysten. Und das hier, das wäre jetzt Fett. Ne? Das ist Fett. Ja. Okay. Wenn wir jetzt hier auf dieser Seite auch die Kapsel entfernen, ist es weg. Sieht man, dass das Fett unter der Kapsel lag. Ja. Und ganz wichtig, die Niere als Ausscheidungsorgan, wenn die natürlich nicht funktioniert, kann das Wildbret so riechen, wie wir es eigentlich nicht gerne hätten. Beim Magen-Darm-Trakt sehen wir hier sehr schön das große Netz, in dem die Därme eingehüllt sind. Hier achten wir natürlich beim ganzen Magen-Darm-Trakt darauf, gibt es Anzeichen für eine Entzündung, was man eventuell auch am lebenden Tier hätte sehen können, nämlich Durchfall. Im großen Netz sitzen sehr gern Bandwurmfinnen. Das wäre für den menschlichen Verzehr unbedenklich, weil wir essen den Magen-Darm-Trakt ja nicht. Mhm. Aber das ist wichtig für die unschädliche Beseitigung, weil wenn hier Bandwurmfinnen drin sind und wir bringen das wieder ins Revier oder geben es gar dem Jagdhund, dann hat der anschließend den Bandwurm und das wollen wir ja nun aus dem Revier draußen haben, beziehungsweise wir wollen unseren Hund ja nicht mit Bandwürmern anstecken. Mhm. Wenn man das große Netz einmal hier ein bisschen eröffnet und die Därme herausnimmt, sieht man das sehr schön. Auch hier sehr viel Feist da. Also die Kondition des Tieres war wirklich gut. Und im Bereich der Därme normale Farbe, normales Aussehen. Also keine Spur einer Darmentzündung. Wie würde das aussehen? Rot, Feuerrot. 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 Okay. Und ja, soweit. Also okay, das hier, das wäre auch alles Feist dann. Ist alles Feist. Mhm. Also das ist Feist, hier ist der Feist, hier. Man kann das auch auseinander machen. Sehr viel Feist drauf, also ein wirklich gut genährtes Reh. Und dann würde man an diesem Bereich zum Schluss die Geschlechtsorgane betrachten. Wir haben hier beim weiblichen Tier die Gebärmutter, die Eierstöcke und auch dieses vollkommen normal, keine Anzeichen einer Entzündung oder dass da von der letzten Trächtigkeit noch Reste übrig geblieben sind. Dann kann man also im Prinzip sagen, die Därme, die Organe, sieht alles top aus. Es besteht überhaupt keine Bedenken, dass man dieses Reh essen kann. Das heißt, das könnte ich jetzt dann als Jäger in die Pfanne hauen. Könnte sie in die Pfanne hauen, ganz genau. Was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt bedenkliche Merkmale feststellen würde? Wenn das Wild abgegeben werden soll als Lebensmittel, müssten Sie in diesem Falle beim zuständigen Veterinäramt anrufen und sagen, ich habe ein Wild mit bedenklichen Merkmalen oder ich vermute sogar vielleicht nur, es sind bedenkliche Merkmale. Und dann wird ein Amtstierarzt dieses Wild anschauen und entsprechend beurteilen. Sind es bedenkliche Merkmale, zum Beispiel in der Niere, die Einfluss auf das Wildbret haben? Oder aber ist das eine örtlich beschriebene Veränderung, zum Beispiel ein alter Infarkt? Wenn man dann das Organ wegwirft, wäre der Rest durchaus zu vermarkten. Jetzt haben wir die Organe angeguckt, aber bedenkliche Merkmale umfasst ja noch mehr. Also wann beginnt denn jetzt für den Jäger die Suche nach bedenklichen Merkmalen oder die Beurteilung der Gesundheit des Wildes? Das beginnt natürlich deutlich vor dem Schuss, beim Ansprechen. Er muss sich davon überzeugen, dass das Tier ein normales Verhalten zeigt, dass es für ihn zumindest durchschnittlich ernährt ist. Also da gibt es viele Sachen und der normale Jäger oder der Jäger weiß ja, dass, wie sich ein normales Reh verhält. Also das wäre beim Schuss die erste Untersuchung, die er machen müsste. Das zweite wäre beim Aufbrechen. Wenn er das Tier aufbricht, riecht irgendwas komisch. Kann durchaus mal sein, wenn die Nieren nicht funktionieren, dass wir schon einen Geruch nach Urin feststellen. Mhm. Und wenn er es aufbricht, müsste er dann natürlich auch das Fleisch anschauen, die Muskulatur. Sieht er da Veränderungen an den Gliedmaßen, alte Brüche? Ein ausgeheilter Verkehrsunfall, also sprich beispielsweise ein gebrochenes Bein, was ausgeheilt ist, das wäre auch ein bedenkliches Merkmal, was man melden müsste? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt sagt, das ist uralt und das ist trocken, da ist kein Eiter mehr drin, und das ist, unten fehlt ein Stückchen vom Zeh oder vom Fuß, dann würde ich das nicht als bedenkliches Merkmal betrachten. Wenn man aber so einen großen Knochenbereich hat, der wieder zusammengewachsen ist
Und das würde ich schon als bedenkliches Merkmal sehen. Musik.